Ja, willkommen zu früher Stunde für alle Hochmotivierten und Sprachtalentierten, weil jetzt gibt es einen Japanischkurs für Anfänger. Alles, was ich da habe, wunderschöne japanische Ahorne, super Zungenbrecher, sind für viele verschiedene Gartensituationen geeignet. Viele haben trotzdem einen Respekt vor ihr, vielleicht weil sie teilweise so seltsam, so super elegant anmuten. Wir picken sie jetzt da raus, würde ich mal sagen, und schauen, was die kennen, für was die geeignet sind. Da muss ich in meinen Wald ein bisschen zurückgehen. Das ist einer meiner absoluten Lieblinge. Das ist ein gelber japanischer Ahorn, Aza Shirasavanum Jordan. Da gibt es noch einen zweiten, den Aureum. Das ist aber der Jordan. Und der Jordan hat die Eigenschaft, er ist wesentlich hitzetoleranter. Im Gegenteil, er mag die Hitze sogar ganz gern, die Sonne. Dann färbt er besonders schön aus. Und der Aureum, den es auch gibt, der wächst viel langsamer wie der und der verbrennt leicht in der Sonne. Das haben viele Gelblaubige und der nicht. Der kommt aus Italien, die Züchtung. Italien wissen wir, ist heiß. Und durch das ist der sehr resistent, was das betrifft. Wächst langsam, 2, 3, vielleicht wieder mal 4 Meter, aber da müsst ihr lang warten. Da seid ihr vielleicht schon in der Pension. Dann habe ich noch was ganz was Interessantes, was Absonderliches. Das ist das so ganz fein zerzäuseltes Laub. Ist ein Hexenbesen, sieht man, schaut aus wie ein Besen. So kommt auch der Name her. Das ist der Skeeter's Broom, das ist das englische Wort für Besen. Der ist aber genommen worden als Zufallsfund auf einem großen roten japanischen Ahorn, dem Blattgut, wenn man genau ist. Er hat auch die Farbe und das Laub. Nur er ist viel feiner und kleiner und den hat man weiter vermehrt praktisch. Ist eine super Pflanze, wenn ich sage, ich habe wirklich wenig Platz. Minigarten oder Terrassen, nicht zu sonnig vielleicht, also nicht zu heiß. Er mag schon Sonne, sonst färbt er nicht gut aus. Ah ja, übrigens, wenn wir schon dabei sind, alle diese Ahorne haben eine Wahnsinns-Herbstfarbe. Also der war was, wenn du einen Kleingarten hast, dann setzt du den. Und wenn du geduldig bist, setzt du den auch, weil da kannst du zuschauen, der wächst im Jahr ein paar Zentimeter. Viel mehr ist es nicht. Da habe ich noch was besonders Schönes. Wenn man sich das Blatt anschaut, vielleicht sagt es den einen oder anderen was, schaut aus wie ein Eisenhutblatt. Der eisenhutblättrige Ahorn, ein bisschen ein Zungenbrecher, ja, heißt halt so. Aza japonicum aconitifolium ist vielleicht leichter, botanischer Name. Ist auch ein Spitzenahorn, der wird ein bisschen größer wie diese Zwergahorne, wächst aber auch nicht viel schneller. Da sieht man übrigens, wenn man genau schaut, da sind diese Ahorne, die, glaube ich, kennen die mehreren, die Hubschrauber, die typischen. Die haben die alle, nur halt oft so ein bisschen versteckt oder in der gleichen Farbe. Aber sie haben es. Ist ein ganz eleganter, schöner Strauch mit einer Herbstfarbe, dass du wirklich niederknierst. Also da kommt kaum was zu. Das ist ein Flammen, aber auch übers Jahr ein wunderschöner, eleganter Strauch. Ja, was soll man dazu sagen? Ein Klassiker schlechthin. Das ist eigentlich der normale Schlitzhorn, der Aza palmatum dissectum, für die, die das ganz genau wissen wollen. Man sieht schon, das wären so richtige, große, schöne Pölster. Also man sieht, es hat eine Wahnsinnsvielfalt, das Ahorn-Thema. Und ich glaube, es findet sich jeder was. Großer Garten, kleiner Garten, sie sind alle schön. Vielleicht haben wir noch ein paar Sekunden, den zeige ich noch ganz kurz. Orange Dream, der orange Traum, der ist wirklich ein Traum. Nämlich auch im Herbst. Leicht das Ganze, also eine komische orange Farbe. Also eine Wahnsinnsvielfalt, du kannst die austoben. Wow, wunderschön. Wow. Ja.